Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Panzer-Universum.de. Heute berichte ich euch von meinem exklusiven Besuch im Zivil- und Wehrtechnikmuseum in Uffenheim. Ich wurde von dem Museum eingeladen, an einem speziellen internen Schraubertag am 11.08.2023 teilzunehmen. Dort hatte ich die einmalige gute Gelegenheit, mit fachkundigem Personal über diverse Fahrzeuge zu sprechen und auch Aufnahmen für euch zu generieren. Aber der Reihe nach. Der Tag vor Ort begann um etwa 9.30 Uhr vor dem Museum. Hier wurde ich von Herrn Bucher freundlich in Empfang genommen. Er hatte mich auch zu dem Tag eingeladen. Das Museumsgelände kannte ich ja schon teilweise von meinem ersten Besuch im Juni 2023. Da war ich zum Museumsfesttag dort und habe dort ja einige Aufnahmen von der dynamischen Vorführung der Fahrzeuge gemacht. Da war ja alles Mögliche unterwegs, Kanonenjagdpanzer, Leopard 1, die zwei Geparden, die sie haben, die werden jetzt auch gleich nochmal ein Thema werden und viele weitere Fahrzeuge. Somit kannte ich das Gelände bereits und habe jetzt nochmal einen etwas erweiterten Blick zum Museumsgelände erhalten. Der Plan für den Tag war es, mit dem Berge Panzer II den Motor des Raketenjagdpanzer Jaguar 1 zu ziehen, sprich auszubauen, das Umsortieren von Leopard 1 Antriebseinheiten, also Motor und Getriebe, für spätere Arbeiten, sowie das Überprüfen der beiden Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Zunächst mussten erstmal die beiden Geparden und der Berge Panzer II aus der Ausstellungshalle herausgeholt werden. Das war direkt ein Highlight zu Beginn, da ich nicht nur die Szenerie filmen konnte, sondern auch auf einem der Geparden den Weg nach draußen mitfahren durfte. Ein mega geiles Erlebnis, vor allem wenn man bisher noch nicht in einem Gepard Platz nehmen konnte. Zudem erhielt ich eine ausführliche Einweisung in die Technik, aber dazu gleich noch mehr. Nach der kleinen Rundfahrt mit dem Geparden ging es auch direkt ans Eingemachte. Mit dem Berge Panzer II wurden zunächst zwei Leopard 1 Antriebseinheiten umsortiert. Dabei zeigten sich die Qualitäten des Panzers, aber auch das gut eingespielte Team von Mitgliedern des Museums. Danach wurde es präziser, denn nun musste die Antriebseinheit des Raketenjagdpanzer Jaguar gezogen werden, sprich ausgebaut. Das Unterfangen erforderte die Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder und ein hohes Maß an Präzision, damit beim Ausbau keine anderen Komponenten beschädigt werden oder sich die Einheit innerhalb der Wanne verkeilt. Denn dann hat man ein richtig großes Problem, die Antriebseinheit aus dem Motorraum zu holen. Der gesamte Vorgang ging über eine Viertelstunde und zeigt auch, wie wichtig es ist, sauber zu arbeiten. Wie man anhand der Bilder sehen kann, ist die Operation gelungen. Nach einer kleinen Mittagspause samt Stärkung bekam ich eine Führung durch die Sammlung, die durchaus beeindruckend ist und sich Schätze auftun wie das Prager M5359 Flak, zwei sowjetische Mannschaftstransporter vom Typ MTLB oder der Kanonenjagdpanzer, der sogar fahrfähig ist und einen super Klang hat. Hier habe ich auch den ersten Teil meiner Einweisung zum Flugabwehrkanonenpanzer Gepard erhalten. Es war höchst interessant zu erfahren, was eigentlich die genauen Fähigkeiten des Gepard sind und wie technisch fortgeschritten der Panzer zur damaligen Zeit schon war. Auch die Unterschiede der einzelnen Varianten ist teils erheblich, was von außen nicht wirklich deutlich wird. Auch in Büchern wird das nur in geringen Maßen erwähnt. So verfügt der Panzer über unterschiedliche Arten der Zielverfolgung und Berechnung, die je nach Rüststand analog oder digital erfolgt. Auch die Art, wie die Radaranlage funktioniert oder der Panzer hochgefahren wird, ist bemerkenswert. In einer weiteren Dokumentation werde ich genauer auf die Fähigkeiten des Panzers eingehen. Die Informationen würden das Video in der Länge sonst sprengen. Im Tagesverlauf wuchs auch die Anzahl der teilnehmenden Personen auf dem Gelände. Von anfänglich 4 Personen wuchs die Zahl schnell auf rund 15 bis 16 Personen, mir inklusive. Von allen wurde ich sehr freundlich in Empfang genommen und es ergaben sich immer wieder sehr interessante Gespräche. Da jeder auch seinen eigenen Schwerpunkt bei den Fahrzeugen hat, ist ein umfangreiches Allgemeinwissen zu den einzelnen Exponaten im Museum vorhanden. Ich erhielt auch eine kleinere Einweisung zum Berge Panzer II und dessen Fähigkeiten sowie eine Spritztour auf dem Gelände des Museums. Ich muss sagen, der V10 zieht ziemlich gut an.
Falls ihr nun auch selber Lust bekommen habt, mal an einem Panzer zu schrauben und tiefe Einblicke in die Technik eines Flakpanzer Gepard, Leopard 1, Hotchkiss oder BMP 1 zu erhalten, bietet das Museum Schraubergutscheine an. Ähnlich wie bei meinem Besuch habt ihr dann die Möglichkeit, über einen gesamten Tag bei den Arbeiten mitzuwirken, sei es als aktiver Schrauber oder als passiver Zuschauer. Die Termine für den Schraubertag sind individuell vereinbar, je nach Thema und Zeitpunkt. So kann ein Termin ausgesucht werden, bei dem zum Beispiel der Leopard 1A5 gewartet wird oder durch den Bergepanzer 2 Motoren gezogen werden. Falls ihr einen Gutschein für euch oder als Geschenk für die Familie und Freunde haben wollt, wendet euch in diesem Fall an Herrn Bucher über das Kontaktformular oder via Telefon. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite des Museums, Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar oder auf den Plattformen YouTube, Instagram und Facebook. Aber nun noch zum Highlight des Tages, denn da bekam ich meine zweite Einweisung zum Gepard, dieses Mal allerdings auf dem Panzer bzw. im Turm selber. An dieser Stelle möchte ich auch direkt mit einem Gerücht aufräumen, dass die Radaranlage einen verstrahlt. Erstens, das ist ein entmilitarisierter Gepard, sprich da ist alles entfernt, was irgendwie als Waffe fungieren könnte. So ist das Radar nicht wirklich aktiv und dreht sich nur zur Show. Zweitens, selbst wenn das Radar aktiv wäre, ist die Besatzung während des Einsatzes unter Luke und die Strahlung reicht nicht bzw. nur schwach zur Turmluke, die wenn geöffnet auch als Abschirmung dient. Somit geht hier keine Gefahr vom Radar aus. Darüber hinaus wurde mir die Waffenanlage bestehend aus den beiden 35mm Oerlikons samt Lademechanismus, das Zusatzaggregat im vorderen Bereich der Wanne mit der Netzversorgung sowie die Steuerung des Turmes erklärt. Ich muss zugeben, mein Kopf hatte nach der Einweisung ein wenig gequalmt, da die Hülle und Fülle an Informationen, die ich da erhalten hatte, schon wirklich, ja, üppig waren. Gerade die Zusammenhänge des Fahrzeuges, wie was funktioniert, was dieser und jener Schalter im Fahrzeug bewirkt, wenn man den aktiviert. Und das war schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant, denn so etwas erfährst du halt nicht in einem Buch oder so. Das musst du wirklich von jemandem erklärt bekommen haben, der sich mit dem Fahrzeug per se auskennt, auch auf dem Fahrzeug dann gedient hat und auch von der technischen Seite her halt weiß, wie das Fahrzeug aufgebaut ist. So durfte ich dann auch das Periskop selber steuern und nach Möglichkeit Ziele am Himmel suchen. Ich fand relativ schnell dabei die sehr tief fliegende F-104 Starfighter. Spaß am Rande, die ist natürlich hier bloß aufgebahrt, aber die thront dort auch über dem Museum. Darüber hinaus habe ich noch einen Eindruck erhalten, wie schnell der Turm geschwenkt werden kann. Innerhalb von 4 Sekunden kann sich der komplette Turm um die eigene Achse drehen, was 90 Grad in der Sekunde bedeutet. Die Belastung auf die Besatzung soll dabei auf bis zu 4G steigen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht gelogen. Ich war zutiefst von dem Fahrzeug beeindruckt. Ich saß dann noch rund eine Stunde auf dem Turm des Geparts. Ich wollte da einfach nicht mehr runterkommen. Die anderen hatten schon gescherzt, ob sie mir gleich die Papiere geben sollen, damit ich ihn direkt mitnehmen kann. Hätte ich auf jeden Fall nicht Nein gesagt, wenn das wirklich gewesen wäre. Allerdings wären die Spritkosten zu mir nach Hause eklatant hoch gewesen. Falls ihr die restlichen Aufnahmen meines Besuches dort im Museum sehen wollt, dann schaut mal gerne auf meinem Panzer-Universum Uncut-Kanal vorbei, denn dort lade ich sämtliche Aufnahmen hoch, die ich während meiner Besuche aufnehme oder erstelle, denn die passen nicht komplett in diese kleineren Berichtsvideos rein, würde den Rahmen komplett sprengen, wenn ich da alles reinhauen würde. Deswegen schaut mal gerne dort rein, da seht ihr dann wirklich alle Aufnahmen von den ganzen Szenen, wie sich der Turm dreht, die Radaranlage, wie die Panzer fahren, wie der Motor gezogen wird und so weiter. Da findet ihr diese Aufnahmen. So könnt ihr dort die kompletten Aufnahmen des Fotoshootings finden, das wir zum Schluss des Tages noch gemacht hatten. Die zwei Geparden wurden etwas schön positioniert, damit man da schöne Fotos machen konnte. Zum einen fürs Museum, für die Mitglieder, aber auch natürlich dann für mich ein Stück weit. Und die könnt ihr dort komplett sehen. Es war wirklich schön, wie die Geparden dort stehen, die Radaranlagen sich drehen und auch dann der B2L Gepard dann auch seinen Turm so Richtung Sonne gedreht hat. Das war schon schön und sah auch ziemlich cool aus. Zum Schluss gab es noch eine gesellige Runde beim Grillen mit leckeren Würstchen, Grillfackeln und Nudelsalat. Danach ging es leider für mich zurück in die Heimat, wäre noch gern am nächsten Tag da geblieben. Wegen privaten Verpflichtungen war das leider nicht möglich. Als Fazit kann ich euch sagen, besucht auf jeden Fall das Museum, wenn ihr Interesse an den historischen Fahrzeugen habt und mehr zur Technik erfahren wollt. Und wenn ihr das gleiche wie ich erleben wollt, holt euch einen Schraubergutschein und legt selber los. Ihr werdet es lieben. Alternativ könnt ihr auch dem Verein als Mitglied beitreten. Ich möchte mich zum Schluss bei allen Beteiligten nochmals bedanken für den herzlichen Empfang, das gute Essen und vor allem für den zeitlichen Aufwand, mir die Technik und die Zusammenhänge nochmals näher zu bringen. Das war es wieder von Panzer-Universum.de.